Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Gucci und gut, laber schon wieder nur Gegge, weil ich bin voll aufgedreht und es ist so warm in diesem Raum hier. Oh mein Gott. Jedenfalls gibt es heute von mir das Instagram-Bilder bearbeiten Video. Im letzten Video habe ich euch gefragt, ob ihr Lust auf sowas hättet. Und 80% von euch haben auf Ja gedrückt bei der Umfrage. Und deswegen sitzen wir jetzt heute hier und machen dieses Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich zeige euch, wie ich meine Selfies bearbeite. Das ist eigentlich ganz einfach, mit welchen Apps ich das mache. Und dann zeige ich euch noch, wie ich so ein paar Special-Bildbearbeitungssachen mache. Zum Beispiel, wenn ich andere Hintergründe in meine Fotos einfüge oder so. Das zeige ich euch heute auch. Das ist super einfach zu machen. Die meisten denken, dass da irgendwie eine riesen Photoshop-Session hinterliegt. Nee, das ist einfach nur eine super easy App. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Video und habt danach auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß am Bilder bearbeiten. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. So Leute, ich habe mich jetzt hier mal in meine Ecke verpflanzt, sage ich mal, damit ihr hier auf der Seite jetzt den Bildschirm sehen könnt. Ihr seht jetzt gerade meinen Home-Bildschirm tatsächlich. Crazy, oder? Wir werden gleich einen What's on my phone-Tag dazu machen. Nein, okay. Ich habe gerade dieses Video schon mal gedreht und alles hat sich gelöscht, deswegen bin ich gerade ein bisschen aufgedrehter. Aber dafür habe ich jetzt auch Übungen und kann euch noch besser zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Selfies. Ich habe jetzt hier gerade, wie ihr auf meinem Bildschirm sehen könnt, einige Selfies gemacht, damit ihr auch sehen könnt, dass ich wirklich Originalfotos jetzt bearbeite. Weil meistens habe ich die Originalfotos von meinen Bildern nicht mehr, die ich schon mal bearbeitet habe. Deswegen habe ich jetzt gerade Fotos gemacht. Und zwei davon habe ich auch in meinen Favoriten gespeichert. Ihr seht jetzt hier oben in der Ecke, dass dort live steht. Das heißt, ich habe diese Fotos wirklich gerade gemacht. Die sind original, die kann ich nicht schon bearbeitet haben, weil es wirklich halt ein Live-Foto ist. Das heißt, es ist ein echtes Foto und ich habe da nicht jetzt gerade schon vorher dran rumbearbeitet. Weil viele von euch sagen mir mittlerweile, dass ich meine Bilder viel zu sehr bearbeite und gar nicht mehr aussehe wie ich selbst auf meinen Fotos. Obwohl ich halt nicht viel mache und... Ja, egal. Wir werden es jetzt auf jeden Fall alles mal zusammen durchgehen. Ich werde dieses Foto hier jetzt, oder das, die beiden gefallen. Ich glaube, das hier gefällt mir besser. Ich werde dieses Foto jetzt hier bearbeiten. Und was ich jetzt allererstes dann immer mache, ich benutze die App Facetune 2. Hier ist das Bild jetzt drin. Ich habe das ja gerade schon mal bearbeitet, aber ich habe alles zurückgesetzt. Das heißt, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Nicht, dass ihr euch wundert über diesen Pfeil hier. Ich gehe als allererstes immer auf Retouch. Und was ich dort mache, ist die Funktion Glow benutzen, weil ich den Hintergrund immer gerne etwas heller habe, als er eigentlich ist. Der Unterschied ist dann einfach, dass der Hintergrund ein bisschen heller ist. Manchmal gehe ich damit auch noch punktuell so ein bisschen über meine Haare, damit die einfach ein bisschen mehr leuchten, weil ich das einfach gerne habe. Wenn ich irgendwas Farbiges im Hintergrund habe, benutze ich immer noch die Funktion Vibrance und mache das dann halt ein bisschen farbiger. Hier habe ich jetzt nichts, deswegen muss ich da nicht drüber gehen. Aber hätte ich jetzt irgendwie einen pinken Baum oder irgendwas Pinkes im Hintergrund, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen darüber gehen, damit das einfach ein bisschen stärker rauskommt. Das Einzige, was ich dann jetzt hier bei diesem Retouch-Ding noch mache, ist die Funktion Smooth benutzen und damit ein kleines bisschen in mein Gesicht reingehen. Aber wirklich nicht viel. Nur ein bisschen punktuell über meine Nase, über meine Augenringe, über mein Kinn und dann eigentlich auch noch hier so über meine Hände und generell so ein bisschen über meine Haut, aber echt nicht viel. Weil ich finde, das iPhone macht die Haut schon ziemlich smooth so. Und wenn man zu viel macht, dann sieht es halt auch kacke aus. Ich benutze dann noch die Funktion Details und gehe damit immer noch so ein bisschen über meine Wimpern, aber auch wirklich nur über meine Wimpern, damit die so ein bisschen schwärzer aussehen. Das war halt wirklich eigentlich auch schon alles. Mehr benutze ich dann nicht. Manchmal mache ich hier hinten den Hintergrund noch unscharf, aber das brauche ich jetzt bei diesem Bild eigentlich nicht. Also das würde dann halt sonst noch so aussehen, aber das wäre dann auch alles, was ich mache. Ja doch, vielleicht lasse ich es doch so. Ja, ich glaube, ich defocusse doch das Bild doch. Finde ich cool. Und dann gehe ich in Lightroom, in die App. Die App ist von Adobe / Photoshop mäßigen Ding. Ich benutze da immer diese zwei Funktionen hier, Light und Color. Und als erstes gehe ich immer in Color und mache die Temperatur erstmal sehr stark runter, weil es mir einfach gefällt, wenn meine Bilder so einen Blaustich haben. Und dadurch, dass ich halt die Temperatur immer so runter mache, ist meine Haut dann im Endeffekt auch sehr viel blasser. Deswegen versuche ich das immer so in Vibrance und Saturation noch so ein bisschen lebendiger zu kriegen, sage ich mal. Und dann gehe ich immer noch in Light. Da kann ich das Licht halt so bearbeiten. Und da gehe ich dann immer noch so auf Exposure, Contrast. Und da bearbeite ich dann einfach so noch
so ein paar Feinheiten. Shadows, wenn ich irgendwie weniger Schatten haben will oder so. Ihr wisst wahrscheinlich, wie das alles so ungefähr geht. Das hier ist jetzt das Vorher und das hier ist das Nachher. Und das habe ich halt wirklich ohne Filter, einfach jetzt nur mit einfacher Bildbearbeitung, Farb- und Lichtbearbeitung gemacht. Ich gehe dann im Endeffekt jetzt immer noch in die App ViscoCam. Da setze ich dann immer noch einen Filter drüber. Aber ich setze tatsächlich immer den gleichen Filter einfach über meine Fotos. Und zwar A5. Ich nutze keinen anderen Filter als A5. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist meine Haut durch diesen Filter jetzt auch nochmal wesentlich weißer geworden. Deswegen mache ich das immer nur so auf, ja, ungefähr 4,8 oder so. Dann gehe ich immer noch so in die normale Bildbearbeitung wieder und setze den Kontrast ein bisschen höher, sharpen das Bild immer noch ein bisschen, damit es halt irgendwie hochwertiger aussieht. Saturation mache ich auch immer noch so ein ganz kleines bisschen, weil ich ja meine Farbe jetzt, also meine Hautfarbe, sage ich mal, so sehr, sehr krass verloren habe. Ja, das hier ist jetzt im Endeffekt das fertig bearbeitete Foto. Mehr mache ich tatsächlich nicht. Manchmal, das kann ich euch jetzt noch zeigen, das ist ein mega cooler Trick, falls ihr kleine Kalkleisten seid und ein bisschen brauner sein wollt, sage ich mal. Ich gehe dann immer noch in die App Facetune, benutze hier hinten die Funktion Filter. Also das ist, benutze ich einfach nur, wenn ich halt ein bisschen viel von diesem Filter benutzt habe und dann meine Haut halt wirklich sehr, sehr weiß geworden ist dadurch. Also vorher war die Haut sehr, sehr viel dunkler als jetzt nachher, nach diesem Filter. Und dann gehe ich hier auf Filters, dann auf Lightening und Darken und dann auf Wipe und Clear. Das heißt, dass es dann wieder normal ist. Und dann auf Apply. Apply ich den Filter, sag ich mal, einfach hier so auf meiner Haut. Das ist jetzt natürlich viel zu viel. Also sieht jetzt wirklich ganz schlimm aus. Da gibt es dann jetzt auch noch die Funktion, wieder zurück auf Lightening zu gehen. Und dann könnt ihr einfach hier so auf eurem Bild hin und her schieben und halt einstellen, wie braun ihr euch haben wollt. Also das hier ist jetzt das Original. Und dann ist das hier jetzt das im Endeffekt stärkste Braun, was ich mir machen könnte. Aber das sieht natürlich total schrecklich aus. Und deswegen mache ich immer nur so ein ganz kleines bisschen, damit es halt irgendwie noch, also trotzdem noch realistisch aussieht und dass ich einfach meine eigene Hautfarbe, die ich halt vorher eigentlich hatte, wieder zurück habe. Und ich kann euch jetzt hier mal das exakte Vorher-Nachher-Bild reinpacken. Das Bild sieht wesentlich besser aus, finde ich. Ich finde es mega, mega schön so. Manche Leute sind mehr auf natürlich, beziehungsweise auf natürlichen Farben und wenigen Farben. Ich mag es total gerne so blaustickig und so. Das ist natürlich jedem das Seine. Ich mache es immer so und das ist halt wirklich das Einzige, was ich mache. Ich verändere mein Gesicht nicht oder mache mir irgendwie eine andere Kopfform oder was auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen helfen und coole Apps vorstellen. Wenn ihr Lightroom noch nicht habt, dann ladet euch auf jeden Fall Lightroom runter und ViscoCam. Die haben richtig, richtig coole Filter. Vor allen Dingen sehr, sehr viele auch. So, und dann gehen wir jetzt von meiner Selfie-Bearbeitung weiter zu meiner weit weg Fotobearbeitung, wenn ich Fotos krasser bearbeite. Das heißt, andere Hintergründe oder sowas einfüge. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich noch dieses Foto hier. Das sieht aus, als wäre ich in der wunderschönsten Skilandschaft dieser Welt gewesen, mit dem Hintergrund da, mit den wunderschönen Bergen und so. Im Endeffekt war ich aber in Wirklichkeit nur hier. In der Skihalle Neuss war ich. Also das hier ist das Vorher und das ist das Nachher-Bild. Ich habe das wirklich, wie ihr sehen könnt, von den Farben her und von allem sehr, sehr krass bearbeitet. Das stimmt schon, aber ich finde es einfach mega cool, dass man es so aussehen lassen kann, als wäre der Hintergrund halt was viel, viel krasseres, als er wirklich ist. Natürlich, es ist fake, auf jeden Fall, klar. Aber ich poste euch ja immer meine Vorher-Nachher-Bilder in meine Stories und die habt ihr auch bei den Highlights. Das heißt, ihr könnt die Vorher-Nachher-Fotos immer sehen. Versuche nicht damit irgendwie eine Fake-Realität herzustellen oder so. Meistens schreibe ich sogar noch unter meine Fotos, dass es eigentlich gar nicht das so ist, wie es gerade ist. Also es soll nicht irgendwie fake rüberkommen. Ich mache es einfach, weil ich es mega cool finde und weil man diese Möglichkeit halt so easy einfach hat. Ihr könnt sehen, das hier ist jetzt das Originalfoto. Das ist irgendwie kein Live-Foto. Ich weiß nicht warum, aber hier oben steht ja Skihalle Neuss, 2. März 1723. Ja, da war ich in der Skihalle Neuss. Und meistens benutze ich dann jetzt auch einfach die iPhone-Bearbeitungsfunktion. Das mache ich ganz oft. Da benutze ich dann hier dieses Lichtzeugs und so und versuche halt schon mal das Foto einfach ein bisschen heller und freundlicher zu machen. Und hier bei Farbe bearbeite ich das Ganze dann auch nochmal, dass es halt schon mal blaustichiger wird, weil, wie ihr wisst, mein Blaustich, der muss drin sein. Und jetzt kommen wir zu der grandiosen App, die uns die Möglichkeit gibt, die Hintergründe so easy, ohne Photoshop und irgendwelche professionellen Bearbeitungsprogramme auszuwechseln. Und zwar PixArt. Die meisten von euch kennen bestimmt PixArt noch von früher. Ich habe PixArt früher immer benutzt, um irgendwie Collagen oder sowas zu machen, als ich irgendwie 12 war oder so und gerade mal angefangen habe mit dem Bilderbearbeiten, als man noch so Texte und so auf seine Fotos drauf gemacht hat. Habt ihr das auch gemacht? Schreibt es mir unten in die Kommentare oder macht bei der Umfrage hier mit, ob ihr das auch
gemacht habt. Ich benutze PixArt seitdem das erste Mal wieder tatsächlich. Ich habe das davor nie genutzt und dann habe ich diese Funktion entdeckt. Und zwar habe ich jetzt hier das Originalfoto, also das Foto, was ich bearbeiten möchte. Jetzt gehe ich auf Add Photo. Und ich habe mir ein random Bild bei Google einfach runtergeladen. Das ist jetzt nicht das Foto, was ich damals benutzt habe, weil das kann ich nicht mehr finden. Das habe ich damals gelöscht und finde es bei Google nicht mehr. Aber ihr müsst dann einfach irgendein random Foto nehmen, was ihr als Hintergrund haben wollt. Das habt ihr dann jetzt hier in eurem Bild drin. Ich mache dann die Opacity, also die Deckkraft, ein bisschen runter, damit ich halt sehen kann, was dahinter ist, damit wir das gleich einfacher radieren können. Dann müsst ihr nämlich das Bild so in den Hintergrund reinmachen, wie ihr es gerne haben wollt, dann im Endeffekt im Hintergrund. Ich habe das jetzt halt schon so platziert, damit es irgendwie möglichst realistisch aussieht und damit ich halt möglichst viel Berg hinter mir habe. Und dann gehe ich hier oben auf dieses kleine Radiergummi, auf Erase. Und jetzt dauert es ein bisschen länger, das ist jetzt halt ein bisschen kompliziertere, langwierigere Arbeit. Aber ihr müsst jetzt halt einfach das Bild da wegradieren, sag ich mal, wo ihr euer Originalfoto durchscheinen haben wollt. Ihr müsst ihr auch möglichst präzise machen, damit es dann im Endeffekt halt wirklich auch realistisch aussieht. Weil wenn ihr dann so einen fetten Rand um euch habt, dann glaubt euch auch keiner mehr. Ich meine, ob es fake ist oder nicht, ist egal, aber es soll ja trotzdem irgendwie realistisch und cool aussehen. Meine Kamera hat gerade leider kurz aufgehört zu filmen, beziehungsweise den Rest der Zeit, wo ich dieses Bild bearbeitet habe. Deswegen werde ich das Bild jetzt ab dem Punkt, wo ich schon fertig war, mit dem Hintergrundeinfügen-Ding weiter bearbeiten. Was ich euch aber noch zeigen muss, was ich gerade gemacht habe, ich habe bei PixArt, als ich das Bild halt schon fertig gradiert habe, sag ich mal, die Sättigung und so verändert. Also bei Adjust habe ich dann halt noch die Brightness und so anders gemacht, sodass es halt besser dann im Endeffekt zu meinem eigentlichen Bild gepasst hat. Ich habe die Temperatur halt angepasst und sowas. Könnt ihr dann jetzt hier gerade sehen, dass ich das noch mache. Also das Bild sah vorher anders aus als danach, einfach damit es besser zum Originalbild passt. Ich wollte mir gerne noch eine Sonne dazu bearbeiten und dafür bin ich jetzt hier in die App Lens Distortions gegangen. Da könnt ihr zum Beispiel auch Regen oder Schnee oder so hinzufügen. Also wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie noch ein bisschen Schneefall zu haben oder so, da, dann kann ich das auch noch rein bearbeiten. Ich nehme jetzt hier diese Sonne und die möchte ich hier oben haben. Das Geile dabei ist, ihr könnt da halt auch noch die Softness und die Opacity und so alles bestimmen, wie stark ihr die Sonne haben wollt, wie hell sie sein soll und sowas. Das Bild speichere ich dann direkt. Und jetzt geht es tatsächlich einfach so weiter wie bei meinem Selfie gerade auch. Ich benutze jetzt hier eigentlich wieder genau die gleichen Funktionen wie gerade, aber eine andere Funktion habe ich noch. Und zwar hier oben gehe ich auf Mix und ich möchte jetzt meinen Schneeanzug, den ich da anhabe, pinker haben, als er da wirklich ist. Und das geht super einfach mit dieser Funktion hier, also mit diesem Color Mix. Und ich muss dann halt einfach hier oben die Farbe eingeben, die ich halt ändern will. Mein Schneeanzug ist halt am meisten an der Farbe Rot dran. Deswegen muss ich hier Rot eingeben. Und was ich dann machen kann, ist hier diesen Regler verschieben und die Farbe halt von meinem Schneeanzug ändern. Und mein Snowboard möchte ich auch noch ein bisschen verändern. Und zwar möchte ich das gelber haben und auch noch ein bisschen heller. Das war's, was ich dazu machen musste. Also super, super easy. Jetzt geht's einfach weiter wie bei dem Selfie vorher. Also Temperatur einstellen. Das war's dann, was ich jetzt hier wieder bei Lightroom mache. Dann gehe ich jetzt hier wieder in die ViscoCam, mache wieder meinen allseits bekannten Filter drüber. Ich kann euch hier jetzt nochmal zeigen. Das hier ist mein eigentliches Originalbild. Das habe ich gerade einfach gescreenshottet, damit ich es halt bei den anderen Fotos habe. Das hier ist das Originalbild. Dann bin ich bei PixArt reingegangen, habe meinen Hintergrund halt reingearbeitet. Dann bin ich damit bei Lens Distortions reingegangen, habe meine Sonne reinbearbeitet. Anschließend war ich dann bei Lightroom und im Endeffekt bin ich dann noch zu ViscoCam. Wirklich super, super easy. Es dauert halt ein bisschen seine Zeit, wenn ihr halt so einen Filter da rein, also wenn ihr so einen Hintergrund da rein bearbeiten wollt. Aber es lohnt sich sehr. Es ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr sowas machen möchtet oder nicht. Natürlich ist es fake, aber ich zum Beispiel habe die Vorher-Nachher-Bilder auch immer in meiner Story und dann im Endeffekt auch bei meinen Highlights. Es geht mir nicht darum, irgendwie eine falsche Realität, wie gesagt, zu erzeugen, sondern es macht mir einfach super viel Spaß, meine Bilder so aussehen zu lassen, wie ich es möchte. Und das könnt ihr halt wirklich mit allem machen. Ihr könnt irgendwie, wenn ihr nachts Bilder macht, geilen Sternenhimmel oder so reinbearbeiten, wenn ihr eigentlich nur einen schwarzen Himmel habt. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles damit machen. Ich finde es mega, mega cool. Okay, Leute, das war's dann jetzt mit meinem Instagram-Bilder-Bearbeiten-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch irgendwie helfen und coole neue Tricks und Apps zeigen, die euch helfen und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm auf jeden Fall sehr gerne einen fetten Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir auf jeden Fall auch unten in die Kommentare, was ihr noch so für Videos von mir sehen wollt. Hier könnt ihr dann jetzt auch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!